Das Intro machen, möchte ich euch heute eine Frage stellen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich das von euch in den Kommentaren lesen würde. Ich habe heute nämlich drei Köder mit zum Vertikalangeln. Der erste, der gute alte Brochet, Zander Brochet. Der zweite Köder, der Slickshade, Ultra UV aktiv. Und der dritte, unser Forktail. Was glaubt ihr, welcher von diesen drei Ködern heute am erfolgreichsten sein wird? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Wieder auf der Donau unterwegs. Wir werden versuchen, Zander vertikal zu fangen. Und beginnen in eine Wassertiefe von 8 Meter mit drei verschiedenen Ködern. Die habt ihr eh schon gesehen, die hat die Sabrina vorgestellt. Das sind nämlich ihre Lieblingsköder. Wenn der Platz nicht fruchtet, haben wir noch einen zweiten Spot. Dort hat es ungefähr so 5 Meter Wassertiefe. Und ja, mal schauen, was für ein Platz heute oder welcher Spot heute am besten fruchtet. Ihr werdet es sehen. Bis später. Scheiße, der war nicht gut gehakt. Zweiten Fisch leider verloren, war ein bisschen ein besserer Zander. Ja, dranbleiben. Es läuft heute etwas zäh, also von Pflücken keine Rede. Aber ich bin positiv eingestellt und ich werde sicher heute noch einen schönen Fisch für euch fangen. Los geht's, weiter geht's. Da die Zander heute sehr spitz beißen, werde ich jetzt reagieren und mir einen Stinger drauf montieren. Weil, ja, ihr habt's gesehen, ich habe leider einen besseren Fisch verloren und hoffe, dass diese Kombi mir jetzt den Fisch bringt. Los geht's. Ja, hallo! Yes! Guten Tag! So, der erste Zander gefangen auf den Slickshade. Er hängt auf dem Stinger. So schnell! Immer dabei haben. Schöner Fisch. Thank you.
Der nächste. Dankeschön. Und schon wieder zugeschlagen. Der Ultra UV Slick Shade. Nicht der größte Zander, aber ein schöner. Zu der Köderführung von den zwei Zandern, die was ich gerade gefangen habe, möchte ich euch nur kurz ein bisschen was zeigen. Die Köderführung ist ganz einfach. Einfach den Köder fallen lassen, auf den Grundkontakt warten und dann ganz zart anheben. Also heute gerade, weil es noch kälter ist, wir haben ja noch Winter, ist eine sehr langsamere Köderführung extrem effektiv. Schauen wir, was sich noch tut. Wir haben jetzt Halbzeit. Einen großen Fisch möchte ich heute euch noch präsentieren. Ja, schauen wir mal, was sich noch tut. Vertikal auf dem Slick Shade. Die Sabrina hat schon sehr gut damit vorher gefangen. Somit habe ich auch geswitcht. Ich habe vorher einen Pro Shade gefischt in 12 cm. Der hat nicht so viel gebracht. Jetzt habe ich geswitcht auf dem Slick Shade im Perch 11 cm und siehe da, der erste Fisch. Vertikal gefangen auf dem Slick Shade in 11 cm in Ultra UV Perch. Sehr, sehr langsam über den Grund geführt, den Köder. Die reagieren fast gar nicht heute. Ja. Also man muss wirklich den Köder einfach nur liegen lassen. Zupfen oder irgendwas bringt heute gar nichts. Knapp 70 cm, 69 cm um genau zu sein, ein sehr wohlgenährter Donauzander, den werden wir jetzt da wieder freilassen. Und endlich mal ein größerer, ich habe ja meinen verloren, der hatte so ziemlich die gleiche Größe, ein schöner Zander. Und der nächste Zander. Wieder flach auf ca. 5 Meter und natürlich wieder auf dem Slick Shade Ultra UV in der Farbe Perch 11 cm. Der nächste wunderschöne Zander, wieder auf dem Slick Shade. Zu der Köderführung werde ich euch jetzt gleich, nachdem ich ihn released habe, kurz was sagen. Gerade jetzt im Winter muss man die Zander nicht tief anfischen. Ich habe heute in der Früh angefangen auf ca. 8 Meter zu fischen und es hat sehr vielversprechend ausgeschaut, nachdem ich zwei Bisse leider nicht verwerten habe können. Doch im Laufe des Tages hat sich herausgestellt, dass die Zander flacher stehen. Den Zander, was ich vorhin gefangen habe, war auf ca. 5,5 Meter und der kam ziemlich überraschender Biss. Nachdem ich den Köder genau am Grund ankommen lassen habe und nur ganz kurz hochgehoben, ca. 10 cm über den Grund und absolut keine Aktion am Köder durchgeführt habe, also sprich nicht herumgezupft, hochgehoben wieder oder wieder fallen lassen, einfach nur liegen lassen, kann man es praktisch sagen, hat der Zander gebissen und zwar auf unseren Slick Shade
Ultra UV in Perch. So, der nächste Zander, jetzt läuft's. Weiterhin flach gefangen auf 6 Meter. Der Freund darf jetzt da wieder schwimmen und wir schauen, dass wir jetzt einen größeren fangen. Einen größeren verhaftet. Dankeschön. So, in der Abenddämmerung noch einen schönen Zander erwischt. Erfolgsköder Nummer 1 heute. Schöner Fisch. Wir werden jetzt noch eine Stunde verweilen am Wasser. Vielleicht fangen wir noch einen bisschen größeren. Der ist jetzt doch nicht so groß. Weiter geht's. Morgen geht es weiter. Wir haben gerade das Boot geslippt. War eigentlich ein sehr guter Tag heute. Schauen wir mal, was sich morgen tut. Wir sind sehr gespannt. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Zurück zu unserem zweiten Tag. Ja, heute ist etwas nebelig, nicht so wie gestern. Wasserstand passt an und für sich auch. Ja, wir werden heute genauso wie gestern sehr flach fischen und nicht tief, denn ich bin drauf gekommen im Laufe des Tages, dass die besseren Fische flacher stehen und die kleineren eher tiefer und die sind auch nicht so sehr aktiv im tieferen Bereich. Deswegen werden wir heute wieder flach fischen.
Ja, schauen wir mal, was sich heute noch tut. Wie André schon gesagt hat, wir starten jetzt einmal eben die flache Zone. Und ja, wenn sich da nichts tut, ihr werdet es bald sehen, werden wir in die tieferen Regionen fahren, zu besseren Spots, was wir noch haben. Und ja, versuchen, größere Fische heute zu fangen für euch. Tja, der Wetterumschwung hat uns leider nicht in die Karten gespielt. Es ist ein Wetterumschwung. Wir haben es viel kälter als gestern. Gestern kam zumindest auch ab und zu die Sonne raus. Heute haben wir ja Dauernebel. Ja, wir versuchen es trotzdem weiter und vielleicht können wir euch noch einen schönen Fisch präsentieren. So, zweiter Tag, erster Fisch, wieder flach und nicht im Tiefen. Wie gesagt, man sollte auch das Ganze flacher probieren, weil dort sind meiner Meinung nach und erfahrungsgemäß auch sehr gute Fische zu treffen. Lassen wir jetzt da wieder frei. So, ein bisschen Abwechslung muss sein. Genug vertikaliert. Ich werde jetzt ein bisschen jiggen. Hier wieder sehr langsam die Köderführung. Eher ein Ziehen am Grund. Ja, meine letzte Chance. Wir haben nie mehr lang Zeit. Vielleicht steigt mir so noch einer ein. Ihr werdet sehen. Leute, wir sind am Ende des Tages angelangt und der Tag verlief sehr schlecht im Vergleich zum gestrigen Tag. Gestern verlief es wirklich sehr gut. Heute durch den Wetterumschwung, ja, der hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber beim nächsten Mal versuchen wir für euch ein paar schöne Fische wieder zu fangen. Hoffen wir auf gutes Wetter. Ja. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao, Ciao Leute.